Hier ist was, worüber man sich aufregen kann. Manche werden den Teil der Präsentation mögen. Der AIDS-Betrug. AIDS gibt es nicht, meine Damen und Herren. Es gibt sowas nicht. AIDS ist eine Krankheit, die durch Lebensstil und falsche Ernährung auftritt. HIV verursacht kein AIDS. Es gibt keinen HIV-Test, es gibt nur einen Antikörpertest, bei dem 60 verschiedene Krankheiten ein positives Ergebnis bei einem HIV-Test bringen können. Luc Montagnier, der Mitentdecker von HIV mit Robert Gallo, hat öffentlich gesagt, dass er nicht mehr glaubt, dass HIV AIDS hervorruft und dass AIDS mit Ernährungsumstellungen geheilt werden kann. Es geht um Angst, Angst vor sexueller Interaktion. Es dominiert die Gemüter in der westlichen Kultur, aber es geht nur um Angst, Angst, Angst. AIDS war primär eine Epieugenik-Taktik, um vielen Leuten Angst vor Sex zu machen, weil es eine sexuell übertragbare Krankheit ist, die einen umbringt. Ich habe persönlich in meinem Leben noch niemanden getroffen, der AIDS hatte. Nicht einen. Null. Ich kenne nicht einmal jemanden, der einen kennt, der AIDS hat. Vielleicht ist einer hier im Raum, der jemanden kennt. But this is a disease that is brought on by lifestyle and nutrition issues. AIDS ist eine Krankheit, die bedingt von Lebensstil und falscher Ernährung ist. Das ist der Grund, warum der Körper in Autoimmunreaktionen geht und sich selber angreift. HIV ist nicht der Grund für AIDS. Das sollte langsam in die Köpfe der Leute. Es ist keine Krankheit, die durch Sex übertragen wird. Ich wusste, dass du das mögen wirst, Bob, daher musste ich es erwähnen. Abstinenz verlangsamt immer die Bevölkerungsraten für Eugeniker, die sich Mühe geben, die Bevölkerung klein und gefügig zu halten. Dafür sollte man Abstinenz so weit wie möglich fördern. Man soll eine Atmosphäre der Angst bezüglich Sex schaffen und diese Angst so sehr propagieren wie möglich. Man fördert die neopuritanische Sicht auf Sex, die ganzen Dinge, die wir gestern besprachen. Das, was man nicht will, ist eine normale, gesunde Einstellung bezüglich Sex und das familiäre Band zwischen starken Männern und starken Frauen. Das wollen sie nicht. Keinesfalls. Denn das ist es, was eine Gesellschaft stark macht, lässt sie unabhängig denken und es lässt einen Sinn für Freiheit entstehen. Wenn man ein Eugeniker ist, will man Sklaverei, aber nichts von den Dingen. Man züchtet sich das Vieh, wie man es haben will.